Guten Tag, ihr lieben Freunde der sinnlosen Gewalt. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da mit Shadow Warrior. Ein schönes, super gewalttätiges, blutiges Gemetzel wartet auf uns. Und ich schätze mal, ihr mögt das genauso wie ich. Was ich nicht mag, allerdings sind lange Ladezeiten und damit strotzt dieses Spiel leider nur so. Was ich auch wieder vergessen habe, ist die Grafik etwas runterzudrehen, was ich ja eigentlich vorhatte. Da das Spiel auf meinen Ultra-Settings doch ein wenig ruckelt, muss ich leider zugeben, nicht unbedingt extrem, aber doch ein wenig spürbar. Ja, die Ladezeiten in diesem Spiel sind echt richtig krass. Das habe ich echt bei keinem Spiel gesehen. Seit langem nicht mehr, dass es so lange braucht zum Laden. Heftig. Keine Ahnung, warum das so ist. Ist halt so. Ja, wir haben das erste Level mehr oder weniger erfolgreich geschafft. So viele Punkte habe ich ja leider nicht gesammelt. Und jetzt schauen wir mal, was das zweite für uns bereithält. Der Partybus, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Finde den Golem und bring das Schwert. Da, Feinde. Na, bleib doch hier. Wow. Hier geht ja mal richtig die Party. Partybus und so. Alter. Okay. Was geht hier? Feuerwerk? Für mich? Ist aber nett. Ja, das war doch mal lustig. Ich renne schon wieder an so vielen Sachen vorbei. Wahrscheinlich. Ich glaube, der Sascha, der wird mich wieder anschreien, wenn er das sieht. Wie dem auch sei, ich gehe hier rein und höre schon gleich wieder Partystimmen. Hallo. Na, ist er. Okay. Yeah, das sieht doch mal gut aus. Okay, Heals kann. Ne, es ist keine Heals, was ist es? Wahrscheinlich irgendwie Patronen oder sowas. Und hier gibt es einen Schlüssel für ein Vorhängeschloss. Das ist schon mal gut. Das kann man immer gebrauchen. Hier gibt es Heals. Zack, eingesackt. Dann marschieren wir hier mal die Treppe hoch, ganz smooth. Zack, in die Fresse. Und da ist das Vorhängeschloss. Okay. Mach auf das Ding. Half of hell rode into town to get this thing. What's
so special about the Nobit Surakage? Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Told me what? Hello? So, ich bin jetzt runtergefallen. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Ich glaube, es ist schlimm. Dann gehen wir hier nochmal durch. Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. So, jetzt rennen wir über diesen Baumstamm drüber. Na, komm. Das erste Wolf, wunderbar. Wahrscheinlich renne ich wirklich schon wieder an tausend Sachen vorbei. Weil ich es einfach immer so eilig habe. Boah, es ruckelt wirklich. Da ist eine Tür. Na, okay, hier scheint es aber wirklich auch weiter zu gehen in dem Level. Das heißt, ich muss erstmal hier unten gucken, was hier so abgeht. Nix. Ah, hier ist irgendwas Schönes. Oder nicht? Was bist du? Keine Ahnung. Hier ist ein Geheimnis. Karma Points. Aber was das hier ist? Keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen. Kann ich denn irgendwelche Points spenden? Hier kann ich immer noch nach wie vor nichts ausbauen. Chi-Kristalle habe ich auch keine. Fertigkeiten. Einen Karma-Punkt habe ich tatsächlich. Wie sieht's denn aus hier? Verstand, Wiederherstellung, Katana-Beherrschung. Für den wahren Schwertkünstler ist der Kampf eine Meditation in Bewegung. Durch das Bündeln von Chi in einer Drehbewegung kann der Adept alle Gegner erschlagen, die ihn umgeben. Kombination, drücke AA oder DEDE. Halte deine linke Maustaste zum Aufladen gedrückt und lass zum Ausführen los. Okay. Will ich nicht. Okay, es baut eh alles aufeinander auf, bis auf den hier. Diese legendäre Technik ist so bewundert wie gefürchtet. Wer sie beherrscht, kann das Chi der Opfer in eigene Lebensenergie umwandeln und sich mit jedem Chi-Hieb selbst heilen. Okay, was bist du? Die Klinge des Schwertkünstlers füllt sich mit Chi und seine Streiche werden tödlicher. Chi-Hiebe bewirken 20% mehr Schaden. Okay. Und dann habe ich hier noch Wissen, Drachentöter. Richtiges Zielen ist der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Bla 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 bla. Bewegung. Glück. Ich glaube. Okay. Und hier ist Verstand nochmal. Die Basis Heals Points wahrscheinlich soll das heißen. Werden um 10 Punkte erhöht. Aber ich warte erstmal noch. Ich weiß noch nicht so genau, worauf ich mich da spezialisieren soll. Also spende ich hier erstmal noch nichts. Ich möchte wissen, wofür diese komische Taucherglocke hier gut ist. Das wird ja irgendeinen Zweck haben. Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt hier raus. Und schauen mal, was diese Welt für uns noch so bereithält. Ah ja, ein Portal öffnet sich. What now? Demon Vultures? Easy money. Wow. Wow. Jetzt wird's aber übel. Ja,
Okay, hey, du lebst noch. Was gibt's denn nicht? Ich muss sagen, dieses Metzeln macht schon echt Laune. Did she kill all these people? No, that was the demons. They're protecting her. Protecting her or massacring everything else. Apparently it's all the same to them. Okay, ich muss jetzt irgendwie so ein blaues Ding finden. Ist aber irgendwie nichts. Oder ist das jetzt vielleicht das Ding hier unten? Es ist tatsächlich jetzt das Ding hier unten. Das gibt's ja nicht. Das hätte man auch viel einfacher haben können. Ich war doch schon hier. Da war ich meiner Zeit wieder voraus. So, und ab dafür. Ein Chi-Kristall. Okay, wir öffnen diese Türe und treten herein, hinein und kriegen ganz viel Geld und es ruckelt so scheiße heftig. Dödöd. Kann ich die Grafik vielleicht von hier gerade runterdrehen? Das ist echt nervig. Machen wir von Ultra mal gerade auf hoch und gucken mal, ob das vielleicht ein bisschen besser läuft. Und F5er schnell speichern, das kann man auch mal gerade machen. Okay. Ich höre Gegner. Hallo. Wow. Zack, Raschepper. Bam. Ah. Rotzt du mich etwa an, du Schwein? Bam. Und nochmal Bam. Und schon wieder Bam. Ganz viel Bam. Oh, the sheriff. Let's see if he brought some decent weapons. Überprüfe das Polizeifahrzeug, ist meine nächste Aufgabe. Ah. Oh shit. Please explode, please explode, please explode, please explode. Bam. Richtig. Also viel Schaden macht das Ding ja nicht. Okay. Da sind wieder diese süßen Häschen. Hallo? Was geht denn bei euch ab, ihr Schweine? Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Oh, wow, wow. Was geht mit dir? Entschuldigung. Ja, Verzeihung, Verzeihung. Ich wollte dich da nicht stören in deinem Liebesakt. Ich werde es nie wieder tun. Scheiße. Ein Demon Bunny. Ich habe den Teufel in ihm geweckt. Verdammt. Geh weg, lass mich in Ruhe. Satan ist ein Häschen, ich wusste es schon immer. Geh weg. Aua, aua. Verdammte Hacke. Kann ich es töten?
Ich wollte dich nicht stören in deinem Liebesakt, wirklich. Es tut mir leid. Bitte tu mir nichts. Bitte tu mir nichts. Aua. Ich weiß nicht, ob ich es töten kann. Ich mach, glaube ich, überhaupt keinen Schaden bei dem Vieh. Da hat es kurzzeitig mal geblutet. Scheiße, was habe ich getan? Es tut mir so leid. So, ich habe es gekillt. Mein Gott. Was habe ich getan? Wenn man poppende Häschen sieht, sollte man nicht einschreiten. Eine Lebensweisheit, die ich mir demnächst definitiv zu Herzen nehmen werde. Verdammte Hacke. Junge, 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 das ging ab. So, was geht hier jetzt ab? Wie komme ich hier weiter? Hier anscheinend gar nicht. Boah, dieses Häschen hat mich jetzt komplett verwirrt. Das war echt übel. Was habe ich nur getan? Okay, von hier komme ich. Wo also geht es weiter, meine Freunde? Hier ist noch irgendwas. Ach, jetzt geht's hier weiter, okay. Ich musste tatsächlich erst das Häschen töten. Boah, das hat mich jetzt so verwirrt. Ich bin vollkommen durcheinander. Dieses arme Häschen. Glückszahlen. 23, 34, 42, 69, 666, selbstverständlich. So, kann ich irgendwen töten? Ich habe voll Bock, irgendwas zu töten. Ach, von hier komme ich doch. Ah ja, ich höre feindliche Geräusche. Hallo. Au! Was machst du denn mit mir, du Schwein? Zack, kriegst du erstmal noch einen. Tja, aber sonst... geht ja hier oben auch nicht viel, aber hier ist eine Tür. Wenn eine Tür blinkt, ist das immer ein gutes Zeichen. Ich glaube nicht, dass das an den Grafikeinstellungen gelegen hat. Es ruckelt immer noch genauso. Egal, hier ist was zu töten. Zack, aufs Maul, ihr Schweine. Ja, hier kommt an Start. Wow, wow, wow. Wow, ich bin tot. Das erste Mal gestorben in diesem Spiel. Am letzten Kontrollpunkt fortsetzen. Ich hoffe mal, der ist nicht so lange her. Und schon wieder diese ewige Ladezeit. Na, das geht. Das geht, ich nehm's zurück. Oder doch nicht. Sei ein braves Spiel. Lad mir den Punkt. Ja, geht. Ist okay. So, das heißt, eine etwas andere Taktik muss her. Okay. Smell like burnt taint when I do
Wow, nicht jetzt nachladen. Schlechtes Timing. Wow, schlechtes Timing. Da gibt's eine Seele. Da gibt's noch eine Seele. Zack. So. Und trotzdem nur so wenig Punkte. Mein Gott, bin ich schlecht. Aber dafür habe ich Full Heals. Man soll's nicht glauben. Okay, hier geht es anscheinend weiter, aber ich muss erstmal gucken, ob ich hier nicht noch irgendwas sammeln kann. Hier blinkt es überall. Sonst schreibt mich der Sascha, wie gesagt, wieder an. Wenn ich wieder irgendwo dran vorbeilaufe, was er gesehen hat und ich nicht, kann ich mir gleich wieder was anhören. Und das will ich ja nicht. Dann weine ich immer. So, jetzt aber Arsch lecken. Hier geht's weiter. These ancients, why do they want the Nobitsurakage? The ancients are immortal beings. They rule the shadow realm and nothing can challenge them. Okay. Except for this sword. Ah, so they want it? Da sind sie schon wieder am Poppen. Ich lasse euch mal in Ruhe. Ich gucke euch zwar ein bisschen zu. Ihr seid so süß. Ihr seid so knuffig. Nein, ich töte euch nicht. Nein, ich tue es nicht. Ich habe zwei K.O. Die machen es schon wieder. Was seid ihr denn für Rammler? Das gibt's ja gar nicht. Beherrscht euch mal ein bisschen. Und du bist ganz alleine. Oh. I've been there, my friend. I've been there. So. Da gibt's wieder böse Jungs. Wow, wow, komm, beweg dich, bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen. Zack, Raschepa. I like the party. Na, du armes Häschen, bist auch ganz allein. Ach Mensch. So, eine Gabelung. Na, mehr oder weniger. Diese poppenden Häschen, die verwirren mich. Da schon wieder! Was ist los mit euch? Beherrscht euch, Mensch! Ihr könnt doch nicht immer nur rammeln. Hallo, meine Freunde, hallo. Was ist denn hier los? Seid ihr auch am Rammeln? Hallo. Ich will euch ja nicht stören, aber ich muss euch mal gerade töten. Nützt nix. Bam. Du erntest, was du siehst. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, was ist denn da hinten für eine Party? Die kommen doch wohl nicht alle auf mich zu. Nein. Nein, alles gut, ja, fein. Ich muss hier runter. Oh, ich will hier nicht runter.
Wie ging das denn mit diesem komischen Herz nochmal? Was musste ich nochmal drücken für dieses komische Dämonenherz? Ich hab's vergessen, verdammt. Gucken, was das war. War das eine Tastenkombination oder war das eine Taste? Ich weiß es absolut nicht mehr. Scheiße, Tastenkombination zeigt er mir hier natürlich nicht an. Wie ging das denn mit diesem scheiß Herz, verdammt. Ich weiß es nicht mehr, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Das könnte ich jetzt natürlich gut gebrauchen hier. Ach, da ist es ja. Na toll, das hat ja super funktioniert. Hallo? Könnt ihr sterben bitte? Hm. Ich denke auch. Kawaii und so. Da ist schon wieder eine Tür. Diese Tür öffnen wir. Und wir gehen durch diese Tür hindurch und sehen wahrscheinlich wieder poppende Hasen. Wie so oft in diesem Spiel. Bunny Love quasi, Bunny Love. Hänsel und Gretel, die gingen durch den Wald. Was bist du für ein Haufen Kacker? Es ist so dunkel hier, es ist so dunkel. Aua! Okay, okay, okay. Like we have to walk around. Ich will nicht walk around machen. Ich will Aua machen bei den bösen Typen. Es ist mir viel zu dunkel und unheimlich hier. Ich hab doch so eine Angst. Hallo. Man geht. Oh, hallo, wer bist du? Sieht nicht gut aus. Au, au. Was machst du mit mir? Au. Noah, nicht nachladen. Schlechtes Timing. Au! Lass das! Heels wäre cool, Kinders. Heels wäre richtig Bombe. Irgendwie treffe ich ihn überhaupt nicht, oder?
Hallo. Bist du wohl? Läuft bei mir. Oh fuck, läuft bei mir überhaupt nicht. So, so eine Seele ist immer gut. Seele gibt Heals und Heals ist genau das, was ich haben will. Alter, was ein Gemetzel. Immer noch mehr. Na, nimm es mit. Ach, ich hab zu viele anscheinend. So, jetzt aber her damit. Und gleich muss ich mal nach meinen Punkten gucken. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen was, was ich ausgeben kann. Immer noch keinen vollen Bonus. Deprimierend. So, komme ich hier jetzt irgendwie weg? Nö. Ach, dahin. So, aber bevor wir das tun, werde ich mal gerade nach meinen Punkten schauen. Hier kann ich, wie gesagt, immer noch nichts tun. So, was haben wir hier? Ein Chi-Kristall habe ich. Durch Verbesserung der Bündelungstechnik kann der Adept sich wirkungsvoller heilen. Den habe ich ja. Der braucht den. Und den habe ich auch. Dispersion der Technik gestattet schnellere Heilung. Die Bündelungszeit wird auf 4 Sekunden verringert. Okay, ich glaube, ich gehe mehr auf mehr Heilung. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. So, 3 Karma-Punkte habe ich am Start. Okay, ja, da ist jetzt die Frage, wo geht man drauf? Katana-Beherrschung hört sich eigentlich ganz gut an. Das hört sich sehr gut an. Den nehmen wir. Mit dem Kranichflügel lässt sich eine Energiewelle erzeugen, die vom Eingeweihten ausgeht. Komm jetzt hoch und drücke SS, halte linke Maustaste zum Aufladen gedrückt und lass zum Ausführen los. Und was bist du? Die legendäre Technik ist so bewundert wie gefürchtet. Achso, das hatte ich vorhin schon mal geguckt. Okay, klingt auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Wissen. Erhöht den Schaden um 10%. Das ist auch nicht verkehrt. Okay. Aber warum kann ich hier nichts machen? Mein MG kann ich aufwerten. Ein Laser-Zielfernrohr. Okay. Dieser Lauf ist speziell für vernichtende Hohlspitzgeschosse mit 25% mehr Schaden angepasst. Den will ich haben. Und mehr Munition hört sich auch gut an. Nur beim Katana kann ich irgendwie nichts kaufen. Naja gut, belassen wir es erstmal dabei. Und dann geht's durch diese Türe. Ach, das war's auch schon mit dem Level, guck an. Mal gucken, wie gut ich diesmal oder wie schlecht ich diesmal abgeschlossen habe. Gefundene Geheimnisse 1 von 5. 131 von 300, nicht mal die Hälfte. Oh Mann, ist das deprimierend.
Gesammeltes Geld 52%. Ja, ich bin nicht so der Burner in diesem Spiel anscheinend. Nun gut, das soll es gewesen sein mit Kapitel 2 und damit auch mit meinem zweiten Let's Play von Shadow Warrior. Ich hoffe, ihr schaut auch im nächsten Teil wieder rein. Wenn euch das gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, dann kriegt ihr immer die neuesten Updates von dem Scheiß, was ich so hochlade. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.